Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und eins ist schon mal klar, es würde jetzt nicht meinem Naturell entsprechen, dass mit solchen Bändern Versprechungen abgegeben werden. Das gab es nur mit einem kleineren und das auch schon vor 11 Jahren. Also von daher muss ich Herrn Heise auch noch mal an der Stelle enttäuschen. Trotzdem freue ich mich, dass wir mal hier eine Veranstaltung durchführen, die etwas anders ist als andere Veranstaltungen, die wahrscheinlich hier im Ministerium ansonsten stattfinden. Und es ist wirklich eine ganz große Freude für uns, dass wir hier das erste Datensummit der Open Knowledge Foundation hier im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur durchführen dürfen, dass Sie alle da sind und dass wir es hier, wie ich finde, ich mag unseren Erich-Klausner-Saal sehr, sehr gerne, dass wir Sie hier in Empfang nehmen dürfen und hoffentlich auch die nächsten 1-2 Tage gut verpflegen dürfen. Unser Haus ist das mit den meisten datenführenden Behörden und dem größten Datenvolumen innerhalb der Bundesregierung, also das Datenministerium schlechthin. Und ich denke, das ist ja auch gerade schon von Herrn Heise angesprochen worden, dass die gesellschaftliche Bedeutung dieses Datenschatzes auch von uns erkannt wurde und wir uns dem Gedanken von Open Data in besonderer Weise verpflichtet fühlen. Der Minister hat sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen, er wäre auch selber gerne gekommen. Ich habe nur gesagt, Pink steht ihm nicht so gut wie mir. Deswegen übernehme ich das für ihn an der Stelle. Und dann haben sie ihn auch noch abkommandiert zur Verkehrsministerkonferenz nach Hamburg. Ansonsten wäre er auch sehr gerne, sehr persönlich bei Ihnen heute gewesen. Also, wie gesagt, die Schirmherrschaft hat er trotzdem inne. Und es ist eben auch schon erwähnt worden, wie intensiv die Arbeitsbeziehungen in den vergangenen Monaten waren zwischen der Open Knowledge Foundation und dem BMVI, dass da rege Arbeitsbeziehungen entstanden sind. Denk beispielsweise hier an den ersten und an den zweiten BMVI Data Run, bei dem auch Experten der Open Knowledge Foundation die Mitarbeiter unseres Hauses auch bei der Auswahl der Datensätze beraten haben. Wir haben beim zweiten BMVI Data Run im letzten Dezember auch mit Ernesto Ruge einen Vertreter der Open Knowledge Foundation als Jurymitglied gewinnen können. Auch dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Und wir arbeiten auf den unterschiedlichsten Ebenen an der Erschließung von Daten für das digitale Zeitalter. Also zum einen sehen wir uns hier als Vorreiter des Open-Data-Gedankens innerhalb der Bundesregierung. Einmal Stichwort DWD-Gesetz, da gehe ich nachher noch näher drauf ein, aber auch die M-Cloud. Und wir unterstützen mit dem Aufbau des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus und sind beteiligt am Aufbau des globalen Satellitennavigationssystems Galileo. Und wir fördern die Erschließung und Nutzbarmachung unseres Datenschatzes für und durch Dritte durch unser Förderprogramm, den M-Fund. Das Problem ist, dass wir da wirklich schon sehr, sehr viel machen, meines Erachtens auch sehr viel Gutes tun, auch viel zur Verfügung stellen, was alles auch schon mal durch Steuergelder sowieso ohnehin bezahlt wurde, um es dann auch wieder zur Verfügung stellen zu können für diejenigen, die dann auch wieder neue Geschäftsmodelle entwickeln. Bisschen schade ist, dass auch relativ wenig darüber berichtet wird, weil man sich in den vergangenen Jahren, zumindest hat man das Gefühl, da auch journalistisch zusammengeschlossen hat und gedacht hat, außer dem Thema Maut berichtet man nichts aus diesem Haus. Aber auch da braucht man Daten übrigens. Gut, Open Data hat also signifikante Nutzenpotenziale und ich bin im Ministerium hier nicht nur Staatssekretärin, sondern ich habe einen wesentlich großartigeren Job noch innerhalb der Bundesregierung. Ich bin nämlich Koordinatorin der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik und auch sehr stolz darauf, dass wir seit Jahren Logistik-Weltmeister sind. Das sind wir vielleicht bei Open Data noch nicht. Ja, also diesen Weltmeistertitel müssen wir uns noch erarbeiten. Wenn man sich die neuesten Studien anschaut, auch der Europäischen Kommission, sind wir da eher nur Mittelmaß. Das wollen wir ändern und wir sind ja auch im Dezember 2016 der internationalen Open Government Partnership beigetreten, einem Zusammenschluss von 75 Staaten, die sich für ein offenes und modernes Regierungs- und Verwaltungshandeln einsetzen. Wir haben im Januar 2017 einen Beschluss gehabt des Bundeskabinetts für den Entwurf eines Open Data Gesetzes. Der Gesetzentwurf sieht eine Verpflichtung der Bundesbehörden zu einer öffentlichen Bereitstellung ihrer Daten vor. Herr Heise hat gerade angesprochen, den kann man noch verbessern. Ich weiß nicht, welchen Gesetzentwurf in der Demokratie man nicht noch verbessern kann. Also ich denke, das ist völlig klar, wenn dann widersprüchliche Interessen sind, auch der unterschiedlichen Häuser, dass das oft einfach auch wesentlich länger dauert und
Auch was das Thema, wie weit sind wir bei der Digitalisierung betrifft, vertrete ich schon seit Jahren den Ansatz, nicht nur als Staatssekretärin, sondern auch als einfache Abgeordnete des Hohen Hauses, dass wir mit allem, was wir tun, immer mindestens eine Legislaturperiode zu spät dran sind. Ja, das ist auch von der Selbstkritik her nichts Neues. Trotzdem merkt man halt einfach, dass in manchen Bereichen, wo wir nur eine Legislaturperiode zu spät dran sind, es noch nicht so dramatisch ist wie vielleicht in anderen Bereichen. Nur als kleiner Exkurs, ich hatte die Tage sehr viele Gespräche auch zum Thema Digitalisierung in der Medizin. Da sind wir vielleicht manchmal sogar zwei Legislaturperioden zu spät dran, wobei das auch nicht nur ausschließlich eine Sache dann der Politik ist, wenn man sich dann auch mit dem Thema Selbstverwaltung und kassenärztliche Vereinigung und Ähnliches beschäftigt. Aber den Exkurs will ich jetzt nicht so weit machen. Ich sage nur, auch da haben wir noch ganz viele Herausforderungen und viel Potenzial, was vor uns liegt. Was sind für uns, für unser Haus auch die zentralen Chancen von Open Data? Einmal natürlich der Wirtschaft und anderen Nutzern zu ermöglichen, innovative Lösungen für die Herausforderungen des Verkehrsnetzes von morgen zu entwickeln. Also beispielsweise Anwendungen zur intermodalen Transportplanung. Dann müssen wir wegkommen von, ja, für uns das Unwort eigentlich des Jahres. Das ist ja jahrelang gepredigt worden. Jeder fand es schick. Ich habe das nie verstanden, das Thema Datensparsamkeit. Es funktioniert halt einfach nicht. Sparsamkeit ist genau der falsche Ansatz, sondern wesentlich eher ein Maßstab hin zum kreativen und sicheren Datenreichtum. Und ein erfolgreiches Beispiel in dieser Hinsicht ist für uns das DWD-Gesetz, also vom Deutschen Wetterdienst. Da hat das Bundeskabinett beschlossen, im Januar 2017 einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst. Damit kann der Deutsche Wetterdienst seine umfassenden Wetter- und Klimadaten künftig kostenfrei für alle interessierten Nutzerinnen und Nutzer bereitstellen. Da hatten wir die Woche nochmal eine Anhörung dazu, da hat ja auch eins ihrer Mitglieder als Sachverständiger mitgewirkt. Und ich denke, dass es jetzt auch nach der Anhörung und auch nach der Anhörung aller Sachverständigen, dass sicherlich auch noch mal zu Änderungen kommen wird. Wobei man da auch immer festhalten muss, dass wir da sehr, sehr willig sind, alle Daten zur Verfügung zu stellen. Das gefällt auch nicht allen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, was Stand heute auch an technischen Möglichkeiten schon da ist. Wenn man sich mal die Dimension des Schritts verdeutlicht, dann verfügt der Deutsche Wetterdienst heute über eines der größten Rechenzentren Europas. Aber auch, sie verfügen auch über Milliarden an historischen wie aktuellen Klima- und Wetterdaten mit einer sehr, sehr großen Bandbreite. Und gerade bei den historischen Daten, die sind natürlich auch oft noch auf anderen Datenträgern, haben wir da noch viel Arbeit vor uns. Aber wenn man sich die Daten, die da schon vorhanden sind, anschaut, sind zahlreiche Innovationen denkbar. Die beste wäre natürlich, man könnte auch dafür sorgen, dass es im April nicht schneit, sondern am Heiligen Abend. Aber das hat damit, das so weit sind wir noch nicht, weiß ich auch nicht, wie schnell das kommen wird. Aber die Integration von Wetterprognosen auch in die Routenplaner beispielsweise von Fahrzeugen, dass die Fahrer auch in Echtzeit die Warnmeldungen bekommen, frühzeitig reagieren können. Aber nicht nur die Offenlegung bestehender Daten, auch die Erschließung neuer Daten geht damit einher. Wir haben jetzt beispielsweise auch schon Projekte laufen, wo dann tatsächlich zielgenau mit unseren Wetterdaten auch schon sehr viele Kosten eingespart werden können. Wenn ich mal nur ein Beispiel rausgreife, wenn es darum geht, bei Schnee- und Eisesglätte schon im Vorfeld berechnen zu können, nicht nur wo gestreut wird, zu welchem Zeitpunkt gestreut wird, sondern wie viel Salz beispielsweise auch im Vorfeld schon eingekauft wird, um dann zielgenau auch dafür zu sorgen, dass wir keine Unfälle haben im Dezember nur aufgrund von Schnee- und Eisesglätte. Wir haben zusätzlich mit dem Erdbeobachtungsprogramm Copernicus nochmal einen unabhängigen Blick auf unseren Planeten. Da ist das Ziel des Projekts, die Infrastruktur in der Erdbeobachtung aufzubauen, die weltweit einzigartig ist. Das heißt, Copernicus sichert für Europa und Deutschland einen unabhängigen Zugang zu Daten und Informationen und ist für uns auch ein ganz wichtiges Instrument zur Bewältigung globaler, europäischer und nationaler Herausforderungen. Das Copernicus-Programm verfolgt eine Datenpolitik, die einen kostenfreien und offenen Zugang zu den Daten sicherstellt. Und wir haben mit der IT-Plattform Code.de nochmal nationalen Zugang mit hervorragender Recherchemöglichkeit zu den Copernicus-Daten. Und mit dem Satellitennavigationssystem Galileo entwickelt die Europäische Union ein technologisches Leuchtturmprojekt. Und wir steuern hier dieses Galileo-Programm auf nationaler Ebene.
Diese Signale von Galileo, die stehen seit Ende 2016 erstmals einer Vielzahl von Nutzern zur Verfügung. Das ist möglich, weil wir auch seit November letzten Jahres 18 Satelliten in ihren Umlaufbahnen haben. Und die volle Konstellation und Betriebsbereitschaft von Galileo ist für das Jahr 2020 geplant. Für die Navigation und für standortbezogene Dienstleistungen wird sich durch die deutlich präzisere Positionsbestimmung bis zum heutigen Tag auch nochmal ein ganz großer Mehrwert dadurch dann ergeben. Es ist beispielsweise für uns von ganz wichtiger Bedeutung, diese Präzision, weil wir ja an einem ganz wichtigen Thema dran sind, auch schon relativ weit sind, was das Thema Einführung des automatisierten und vernetzten Fahrens betrifft. Also die sensorgestützten Fahrzeuge müssen auch durch hochpräzise Karten und Satellitennavigationssysteme unterstützt werden. Wir brauchen diese Daten also nicht nur auf unseren digitalen Testfeldern, wie wir es jetzt haben. Momentan haben wir es ja nur auf der Autobahn. Es wird jetzt heuer nochmal in die Testfelder gehen, auch in den Städten und dann auch nochmal in den ganzen ländlichen Raum, sodass wir da flächendeckend zunächst mal mit dem 5G-Rollout dann bis 2020 weit sein wollen und dann auch mit dem automatisierten und vernetzten Fahren bis 2025. Der M-Fund wurde erwähnt. Es ist ja nicht so oft, dass ein Ministerium auch einen Fund hat, der tatsächlich auch mit Geld bestückt ist und dieses Geld tatsächlich auch ausgegeben werden soll. Also wir wollen alles dran setzen, dass der Topf auch nicht dann wieder ans Bundesfinanzministerium zurück muss, sondern wir haben hier ein Förderprogramm für digitale Innovation im Bereich der Mobilität. Wir stellen da 100 Millionen Euro zur Verfügung und wir hatten unter dem Motto unsere Daten, ihre Ideen oder unsere Daten, eure Ideen, eine Vielzahl von Projekten von der Idee bis zur Entwicklung auch von ganz konkreten Anwendungen. Wir haben einmal die erste Förderrichtlinie, die sagt, Projekte in der Entwicklungsphase, da können dann Projekte eingereicht werden mit einem Volumen bis zu 100.000 Euro und einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Aus dieser Förderlinie wurden bisher 11 Forschungsprojekte bewilligt. Und die Projektförderung in der Projektlinie, mein Gott, das ist doch nicht mal für eine Fränkin schwierig. Also für die Projektlinie 2 haben wir größere Projekte. Da haben wir bislang 14 Projekte mit einer Gesamtsumme von 15,6 Millionen. Insgesamt handelt es sich da um 49 Projektpartner aus den Bereichen Wissenschaft, Bundes- und Landesbehörden, Kommunen, Start-ups, Mittelstand und Großunternehmen. Es gibt aber auch schon viele weitere Projekte, die hier ihre Skizzen und ihre Anträge eingereicht haben. Aber finanzielle Förderung ist das eine, das ist natürlich auch wichtig, aber auf der anderen Seite machen wir auch verschiedene Veranstaltungsformate, die die Vernetzung auch zwischen den Akteuren aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Forschung mit sich bringen soll. Also auch Gründer, Start-ups, die wir regelmäßig einladen, auch mit innovativen Lösungen für die Mobilität 4.0. Und wir hatten am 29. März auch hier in diesen Hallen wirklich eine ganz großartige Veranstaltung. Wir hatten nämlich den First BMVI Startup Pitch. Da hatten wir 32 Gründerteams hier im Haus und die hatten alle die Gelegenheit, ihre Geschäftsidee vor einer hochkarätigen Jury aus erfahrenen Managern und Investoren zu präsentieren. Und beim anschließenden Networking dann konnten die Gründer wertvolle Unternehmenskontakte knüpfen. Daraus sind übrigens dann haben nicht nur diejenigen profitiert, die gewonnen haben, sondern auch andere, die nicht gewonnen haben, haben Einladungen bekommen, in die beteiligten Unternehmen da ihre Ideen auch nochmal vorzustellen. Wir hatten dann zum zweiten Mal im letzten Dezember einen Hackathon, unseren Second BMVI Data Run. Da haben dann auch wieder innerhalb von 24 Stunden Datenbegeisterte, vielen Dank, auf Echtzeitdaten des BMVI zugreifen können und innovative Ideen entwickeln können. Und ich freue mich ganz besonders, dass die drei Gewinnerteams heute auch hier sind und am Nachmittag nochmal ihre Projekte auch Ihnen präsentieren werden. Weiterer wichtiger Baustein von unserem Förderprogramm ist das zugehörige Datenportal, die M-Cloud. Da haben wir einen zentralen Zugangspunkt zu allen offenen Daten unseres Geschäftsbereichs, aber auch zu allen privaten Anbietern aus dem Mobilitätsbereich. Und wir haben aktuell in der M-Cloud 500 Datenthemen vorhanden. Und dieses Datenportal wird auch kontinuierlich ausgebaut werden. Wir wollen auch daran arbeiten, die bestehenden Zugangsbeschränkungen bei den Behörden abzubauen. Wir wollen die organisatorischen und technischen Strukturen für diesen offenen Datenzugang auch schaffen. Und die Kombination des M-Fund, also die Datenbereitstellung, die finanzielle Förderung und auch die Vernetzung von Experten,
ist unserer Meinung nach, und so viel Eigenwerbung muss sein, auch einzigartig in der deutschen Förderlandschaft. Wenn Sie morgen nach dem Summit anderer Meinung sind, können wir uns danach gerne noch darüber austauschen. Also wir freuen uns auf den regen Austausch, und allein die Tatsache, dass wir unser Haus hier öffnen, dass wir keine Angst haben, auch wenn hier gleich randaliert wurde und Club Mate verschüttet wurde, ist kein Problem. Ja, nach hinten zeigen, das kenne ich, das gilt nicht. Das habe ich schon gesehen, dass Sie das selber waren. Also wir freuen uns da auf einen ganz regen Austausch. Wir freuen uns selbstverständlich auch über eine kritische Begleitung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und um den gesellschaftlichen Mehrwert von Daten wirklich nutzbar zu machen, brauchen wir Menschen wie Sie, brauchen wir Menschen, die tatsächlich auch eine große Datenbegeisterung entwickeln. Es erschließt sich nicht jedem immer sofort auf den ersten Blick, wie aufregend Daten sein können, wie Daten erlebbar gemacht werden können und vor allem, und das ist mir ganz wichtig, dass tatsächlich vielleicht dann auch mal konkrete Beispiele, Use Cases auch entstehen, die man dann auch der Bevölkerung nahebringen kann. Es nützt immer überhaupt nichts, da hat jeder ja auch entweder einen gewissen Dünkel, einen kleineren oder einen größeren, aber es nützt nichts, sich dauernd selber auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, ich war national und international auf verschiedenen Veranstaltungen und wir waren in Berlin, München, Hamburg und wie gesagt weltweit unterwegs. Und da gibt es ein paar, die haben es kapiert, so wie ich. Ich bin der Oberchecker. Aber wir schaffen es nicht, den 80 Millionen Bundesbürgern beispielsweise rüberzubringen, wie wichtig das ist. Und nicht nur den Bürgern, sondern was mir auch noch ganz wichtig ist, ist das Thema unser deutscher Mittelstand, von dem wir auch maßgeblich abhängig sind, wo unsere Wirtschaft auch sehr profitiert, was Arbeitsplätze betrifft, was aber auch natürlich Steuereinnahmen betrifft. Wir sind da schon sehr stark unterwegs, jetzt auch mit einem Breitband-Mittelstandsmobil, wo es nicht nur um den Breitbandausbau geht, sondern tatsächlich auch für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihnen aufzuzeigen, was sie noch für Möglichkeiten hätten, wenn sie schon mal die Daten nutzen würden, die sie selber generieren, aber wenn sie darüber hinaus auch noch mal auf öffentliche Daten zugreifen. Auch da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns ein bisschen helfen würden, auch so ein Denken in den Köpfen zu verändern, dass wir gemeinsam diese Daten nutzen können, um eben auch diese gesellschaftlichen Herausforderungen besser zu bewältigen, weil ich auch davon überzeugt bin, nur weil wir jetzt momentan eine erfolgreiche Industrienation sind, müssen wir keine erfolgreiche Digitalnation bleiben. Und weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass jetzt das Jahr 2017 ist, wo Sie gute Möglichkeiten haben, auch auf die Politik Einfluss auszuüben, stehen Bundestagswahlen an, es werden Wahlprogramme geschrieben, es wird danach auch ein Koalitionsvertrag geschrieben. Da gilt es auch, sehr schnell zu sein, weil in der Regel wenig, was da nicht drin steht, auch umgesetzt wird. Also geht es dann auch darum, egal wer dann diese Koalitionsverhandlungen führen darf, egal wer mit wem, dass Sie auf jeden Fall schon mal so präpariert sind, dass Sie nicht bis zum 24. September warten und dann sagen, hups, wir brauchen irgendwas, sondern dass das jetzt schon vorbereitet wird, dass man sich gegenseitig in den Hintern tritt. Auch dafür sollen diese zwei Tage dienen. Ich hoffe, Ihnen gefällt es bei uns und ich hoffe, es kommt viel dabei rum und ich hoffe, Sie sammeln viele Bändchen, ohne lebensverändernde Versprechungen machen zu müssen. Vielen Dank.